Lieben, heute habe ich wieder ein ganz leckeres Rezept für euch und zwar einen richtig saftigen Schokoladenkuchen, ein türkischer Schokoladenkuchen, der Islakek sich nennt. Der Kuchen ist total schnell zubereitet und total lecker, vor allem sehr saftig, wie der Name schon sagt. Dann würde ich sagen, ich zeige euch die Zutaten und wir legen los. Wir geben die Eier in die Rührschüssel, den Zucker, den Vanillezucker, die Milch, das Öl und das Kakaopulver hinein und lassen alles gut miteinander verrühren. Wenn alles gut miteinander verrührt ist, nehmt ihr euch ein Glas und nehmt ein Glas von der Füllung weg und stellt diese dann in den Kühlschrank, bis wir es später benötigen. Danach könnt ihr euer Mehl und das Backpulver durchsieben und es einfach nur kurz unterrühren lassen. Dann füllt ihr euren Teig in eine ausgefettete Auflaufform und backt ihn bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Mein Teig war jetzt eine halbe Stunde im Ofen und er ist fertig. Als nächsten Schritt schneidet ihr euren Teig in Vierecke und es ist wichtig, dass ihr das direkt nach dem Backen macht, also wenn er noch richtig heiß ist. Außerdem verwende ich jetzt noch ein Holzstäbchen und zwar mache ich jetzt hier überall ein paar Löcher rein. Das sorgt einfach dafür, dass eure Flüssigkeit hier noch mal besser eindringen kann und dass das Ganze dann noch saftiger wird und leckerer. Dann gebt ihr hier einfach eure Flüssigkeit darüber, die ihr euch vorhin weggestellt habt. Die verstreiche ich jetzt nochmal, dass es ein schöneres Bild gibt und dass alles sauber aussieht. Und dann kommen die Kokosraspeln zum Einsatz. Damit markiere ich jetzt einfach nochmal die einzelnen Stückchen. Es gibt einfach nochmal ein schöneres Bild und sieht ein bisschen schöner aus. So, das war es auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir doch einen Kommentar da, wenn ihr es nachgemacht habt, wie ihr es fandet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, meine Lieben.